Ey, Maris braucht noch ein paar Socken. Kannst du Mara noch mal schnell Bescheid sagen? Sie ist doch gerade oben. Maris, sag mal Mara noch mal schnell Bescheid. Mara! Ihr hört mich nicht gut. Was war das? Eine Konversation, ey. Mara! Okay, sie hört mich nicht. Einen wunderschönen guten Morgen, wenn schon draußen mein Baby. Iron Man. So, du möchtest jetzt ein Toastbrot mit Salami. Wann hast du Schluss? 13.15 Uhr. Okay, 13.15 Uhr und deine Schwester. Nee, guck mal, was er noch kann. 13.05 Uhr. Nadine, guck mal, was er noch kann. Mauzi, guck mal, da. Du bist eine kleine Ratte. Hallo, Freddy! Das ist doch aber alles gar nicht. Bist du dir sicher, dass du in Anführungszeichen spät bist? Ich ja. Ich habe nur eine Stunde weniger. 45 Minuten, ne? Mama, wann holst du mich ab? Bist du dir ganz sicher? Warte, ja, ich will schon gerade. Bin ich. Ich habe zweimal Deutsch, zweimal Sport und zweimal Kunst. Guck mal, was er noch kann. Weil das würde nämlich bedeuten, dass ich Maris abholen muss. Ja. Dann hole ich Mara. Und dann mich. Aber Maris hole ich ja schon um 12 ab. Das ist ja Maximumzeit vorm Schlafen gehen. Ich verstehe das gerade nicht. Letzte Mal. Mare, hör auf, mit Iron Man Po zu bomben. Ey, Maris braucht noch ein paar Socken. Kannst du Mara noch mal schnell Bescheid sagen? Sie ist doch gerade oben. Maris, sag mal Mara noch mal schnell Bescheid. Mara! Ihr hört mich nicht gut. Was war das? Eine Konversation, ey. Mara! Okay, sie hört mich nicht. Du bist ein Lappen. Mara, wann hast du Schluss? Ja, wann hast du Schluss? 12.10 Uhr. Siehst du? Was denn? Warum denn? Ja, dann müsste diese komische Kombination. Wir haben noch nie 45 Minuten auf dich warten müssen. Ich habe mich schon selber angemacht. Jetzt gucken wir meine Hände. Weil ich denn jetzt die Schwester nicht mehr da ist. Aber Marlene ist keine. Das ist dein Essen, oder was? Ja. So. Das ist ein neuer Charlie. Mann, ey, mein Stuhl geht heute nicht. Marlene hat noch ein paar Schuhe von mir gefunden. Ach, stimmt. Warte mal kurz, ich guck noch mal schnell, ob das, ob mein Hausschlüssel im Auto ist. Mara, ist mein Hausschlüssel im Auto in der Mitte? Ja. Marlene, kannst du mal die Sachen hier nehmen? Wohin soll ich das hin? Das tust du in die Mitte irgendwie. Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich muss es halt wegbringen. Mara, ist deine Jacke hier? Nein. Ist Mara seine Jacke hier? Sorry. Ist von Maris eine Jacke hier? Nein. Marlene, Mara, ist vorne eine Jacke von Ihnen? Nein. Oh, dann brauche ich den Hausschlüssel nochmal. Ich kriege einen Anfall. Wenn ihr mir nicht antwortet, kann ich nicht handeln, Leute. Marlene, schnall dich an. Aber wenn seine Jacke da nicht ist, habe ich die denn gestern gar nicht mitgenommen? Oh, das sind ja Sachen, die ich hasse, ne? Ich bringe jetzt die Kinder alle weg. Und dann, aber da hängt keine Jacke, hier liegt keine Jacke. Habe ich die gestern in der Kita vergessen? Nein, die habe ich nicht vergessen. Ich finde die Jacke nicht. Und hier sind die dreckig. Also nicht unaufgeräumt. Du hast echt Käsekacke.
Aber ich bin der Meinung, dass ich sie mitgenommen habe. Fragen über Fragen. Warum ist nichts drin? Im Kofferraum ist wohl was drin. Da habe ich euch glatt im Auto liegen lassen. Upsi. ich war jetzt die ganze Zeit oben und habe Buchhaltung gemacht und die Mails von Annes Shop, also Retouren fertig gemacht und so ein Gedöns. Genau, ich war jetzt gerade Biomüll rausbringen und muss jetzt die Kamera eigentlich hochbringen zu Matthias kurz, weil er ein paar Daten kopieren wollte muss. Und ich muss jetzt eigentlich Mittagessen vorbereiten, damit Marlene auch noch vernünftig Mittagessen kann. Sonst haben wir das Problem, dass sie nichts zu essen bekommt, wenn sie heute fährt. Weil Marlene fährt ja heute weg. Und deswegen muss sie was Vernünftiges essen. So, 10.15 Uhr. Alexa, spiele 98.8 Kiss FM. Ja, mir ist dein Tee, mein Life will I, yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig, baby. För de här Yardies, Yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, oh. Jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda, baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Varje gång jag bak på dig, jag tänker åh vilket kap jag gjort. Jag skulle gå tillbaks i tid, göra om allt igen och förstå, förstå, förstå. Ser det som ett allt, det är det jag vill wipa. De här Yardies, Yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, ja. Jag vill ha det, ha det. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda, baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Vorhin war, als wir gekommen sind. Lukas. Das war Moritz. Ach, das war Moritz, ja? Moritz ist dein neuer Freund, richtig? Ja, aber hör mal zu, was der gemacht hat. Wir sind reingekommen, der stand da ganz stolz vor mir und hat gesagt zu mir, ich bin Maris, sein Freund. Und Maris ist mein Freund, hat er zu mir gesagt. So süß. Mhm. Und wir durften sogar Maris seinen Kuchen probieren. Mhm. Mama und ich. Den Papageienkuchen, den du halt gebacken hast, ne? Der war ziemlich lecker. Ihr backt auch Kuchen, ja? Das ist schon cool irgendwie. Ja. Also, weißt du noch, was du gestern mitgebracht hast für den Kuchen? Weißt du das noch, was du mitgebracht hast? Oh, ich habe die Farbe gerade verraten. Runterschlucken, ist nicht schlimm. Wir kaufen neue. Wir brauchen eh gerade keine. Also ist Moritz jetzt sozusagen dein bester Freund? Ich weiß. Ja, Stuart ist jetzt so ein bisschen auf, ne? Stört nicht mehr? Nein, doch, aber er lacht mit mir zusammen. Das ist die Hauptsache, Lachen ist wichtig. Oder meinst du, dass er dich auslacht? Nein. Er lacht immer wenn Ole und ich
Ole und oder Ole einen Witz macht oder ich, dann lacht er. Okay. Das ist doch cool. Ole macht auch viele Witze, ja? In meiner Schule sind mal die Jungs gekommen und ganz viele Jungs und ganz viele Mädchen vor der Tür und dann habe ich Moritz gesagt, dann schnell weg. Mhm. Weil dann waren so viele Menschen und Schulkinder. Okay, hast du mal auch gesehen? Nein, die war da. Aber eine hat... Ich bin immer am Sportplatz, weil da sind sie mich immer hin mit Sophia und Rosa, die mit Essen beim Frühstück. Und dann seht ihr ihn, ja? Nee, ich sehe ihn nie. Ich gucke immer ans Tor, aber er ist da nie. Papa. Papa. Oder so. Ja, oder so. Papa, und dann habe ich, noch zwei, dir was zu sagen. Also, eine kam heran, da habe ich sie gefragt, ob Mara kennt. Und was hat sie gesagt? Sie kennt Mara. Wer? Ja? Ja, deine besten Freundin. Ach so, am Zaun hast du sie gefragt, ja? Ja. Wer? Also, hat einfach ist irgendjemand angequatscht. Ja, mit dem Käppi. Weißt du, er ist die Blonde, hat blonde Haare. Hat die ganz helle Haare? Ja, dann ist es Rosalie. Die trägt immer ein Käppi. Hm. Rosalie? Ja, gehe ich morgen auf den Geburtstag machen. Hast du die gesehen am Zaun? Und sie hat gesagt, sie kennt Mara. Und noch... Da hättest du sagen müssen, ich bin der Bruder. Ja, das weiß sie ja, das weiß sie ja. Und ich hab Mara gesehen und was macht sie? Sie rennt einfach nur und guckt mir nicht zu, weil ich da mache. Boah, wie kannst du das nur machen? Ja, ich seh ihn nie. Du musst nach der Mara rufen. Mach ich doch. Ich hab Mara gerufen und du hast mich nicht gehört. Die hört. Lass mich. Kann jemand die Katze reinlassen? Ja gut, da seid ihr jetzt mal Freunde, neue Bros und Moritz ist sein bester Bro, ja? Moritz und Lukas. Nee, Moritz aber mehr, oder? Mama, sie guckt, sie hat gewartet, bis sie weg. Was hast du gemacht, so? Hier sind die Papiere. Ja? Hier, das einmal weg. Und das. Alle Kirschenbärchen, das war nichts für dich. Das ist ja gar nichts für dich. Das ist gar nichts für mich. Hier, zack, zack. Dann haben wir hier eine Garderobe bekommen für Marc seine Taschen. Und das ist Matthias sein Mauspad, was ich waschen sollen möchte. Kannst du mir noch mal... Hier, bitte. Ja? Ja, aber mach nicht weiter. Die hier sind wichtig. Babyjunge. Es ist nur sein Spitzname, er ist kein Babyjunge. Er ist ein großer Junge, stimmt's? Ich sag, du bist kein Babyjunge, du bist ein großer Junge. Aber Babyjunge ist dein Spitzname, ne? Schmeckt's? Komm, Hase. Mara? Luftballon-Einladung. Willst du alleine hier zu Hause bleiben? Von 15 Uhr bis 19 Uhr. Sie Mama, bleib doch hier! Ja. So. 15 Uhr heißt, dass ich sie hinfahren kann, aber 19 Uhr abholen muss Papa. Jetzt gehe ich zum Sport. Okay. Du gehst zum Sport? Ja. Das ist jetzt ein Skandaltitel, das weißt du, ne? Nee. Doch, nee. Marlene geht zum Sport, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber es stimmt. Dreh dir doch mal um. Wir gehen gleich noch Katzenfutter kaufen und ein Geburtstagsgeschenk. Und dann? Ja, und dann kommen wir wieder. Aber erstmal schmeißen wir sie am Bus raus. Aber komm, Hase, nimm dein Pad mit und los geht's. Aber darf ich mein Trinken noch mitnehmen? Du kannst eine Flasche von Mara mitnehmen. So eine Trinkflasche, deine Schultrinkflasche. Nein! Oh, traurig, danke. Schnall dich an, Maris, wir wollen losfahren. Sonst kommt die Polizei. Wie er aussieht, hat er immer den Mund dreckig. Wir waren aber nicht so, oder? Natürlich waren wir auch so. Nein, waren wir nicht. Weißt du, was ich bei dir gemacht habe, mein Schatz? Komm mal her, bitte, armes Kind. Jetzt können alle eine Runde Mitleid schieben. Du durftest gar kein Eis essen. Weil ich wusste, dass du dann dich einsaust mit deinen Klamotten. Und dadurch, dass du immer feinsten und besten Klamotten anhattest, habe ich ihr nicht erlaubt, Eis zu essen. Aber an ich? Und bei ihm ist es mir einfach schlichtweg egal. Wann geht denn das Auto an? Das war jetzt schon. Nee, jetzt hast du die Zündung angemacht. Nicht machen. Die Notschwacht! Ja, dann ist der Schlüssel schon drin.
Wo willst du mich? Du brauchst aber hier einen Schlüssel. Wer schneidet mich an? Nee. Also, du bist ganz schön wagemutig, Fräulein. Was ist das? Was? Rauchen, ne? Nur eine Kappe. Das hier mag ich am liebsten. Okay, schneid jetzt Maris an. Ich weiß, wie es losgeht. Warte. Na, lässt du den Knüppel. Kannst du mal seine Tür mal richtig zumachen? Lässt du den Knüppel? Bitte? Den Schaltknauf. Ja, was muss man da dran drücken? Nein. Ah, jetzt geht Musik. Ja, du musst gar nichts machen, wenn. Setz dich hin. Du ist vergisst was. Zurzeit nicht verfügbar. Warum? Mach schnell. Mein Handy ist damit. Ja, ich möchte aber mein Handy jetzt haben. Tschüss. Du kannst auch bei meinem. Da muss man noch mal drücken. Oh ja, das hat's jetzt. Gut, dann weiß ich's wo. Setz dich jetzt in der. Setz dich jetzt richtig. Ja, war fast das richtig. Immer wenn ich irgendwie blinken will, ich mach immer das Ding an. Mach mal aus jetzt. Tias, hast du schon mal irgendwann Blut gespendet vor meiner Zeit? Nein. Nee? Nee. Ich hab das ja noch nicht so viel erfahren. Das ist genug. Ach so? Wie so ein altes Ehepaar sitzen wir hier. Und gucken den Buttertrailer alle zu. Ja, und gucken, ja, aber das haben Bäumchen. Haben die Nachtarbeiten machen lassen. Ja, sind nur 5 Igel draufgegangen. Wieso, der hat das Scheinwerferbahn? Das wäre mal ganz cool. Das war ironisch gemeint, Leute. Aber was mich mal interessieren würde, ist von euch da draußen, ob jemand bei diesem DKMS registriert ist. Ich habe den Tag ein Video gesehen von einem Mädchen und das hat mir so leid getan, dass ich mir so ein Set bestellt habe. Vielleicht kann ich ein Leben retten mit meinen Stammzellen. Tias, Alter, was ist mit unseren Bäumchen? Wieso? Die sind ganz schön explodiert, wa? Wie meinst du, das sind groß geworden, ne? Ja. Ich habe gedacht, die werden niemals die Größe haben können von den Olivenbäumchen, aber guck's dir an, ey. Welche Bäumchen meinst du, die da stehen? Das ist Olive, das ist Eukalyptus, Zitrone. Die waren viel kleiner, oder was? Die Eukalyptus, die waren so eine kleine Stöpselbäumchen. Okay, krass. Was machst du jetzt irgendwo, wenn die so groß werden? Ja, ist eine gute Frage. Holen wir Riesenkanister-Dinger oder so? Die fangen blau zu werden, so grün, rot, so herbstlich. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob das wirklich Herbstanzeichen sind, aber der da hinten macht keine Anzeichen. Also, kennen Sie da schon mal da drin? Nein! Hast du auch in dem einen... Ja. Hast du auch gesehen in dem Video, dass ich gesagt habe, dass mein erster Pinsel geboren wurde, oder? Vorne auch einer. Guck mal, wie er dem Sonnenuntergang entgegenfährt. Doch grad. Mama, ich hab dir den Pizzastück abgegeben. Darf ich heute bei dir schlafen? Ich hab nur eine Verbesserungsidee für diese Roboterdinger, für diese Rasenmäher. Mama, da muss ein Bluetooth-Box rein, damit die Musik machen. Mama, wir haben auch keine Schwingerschule gemacht. Versuch, hört ihr die ganze Zeit rum. Mama, ich hab dir die Pizza gegeben. Darf ich bei euch schlafen jetzt? Sagst du noch mal den Satz richtig langsam und überlegt? Warte. Ja, schluck erstmal runter. Mann, ey, hast du aber gut gegessen heute. Nein. War das eine kleine nur, oder? Ja. War ganz schön groß. Guck mal, Potter kommt. Sag noch mal den Satz, bitte. Ich habe dir die... Ich habe dir das zweite Pizzastück gegeben. Gegeben? Ja, ja. Darf ich jetzt bitte bei euch schlafen? Wir haben auch keine Schwingerschwur gemacht. Schwingerschwur? Ja. Fingerschwur. Ja. Ich glaube schon. Was? Mieter die ganze Zeit? Ja. Wir müssen wirklich mal die Blätter tauschen. Ey, Matthias, kann das sein, dass der jetzt hier richtig zu ackern hat? Ja, weil der jetzt, also das Wechsel natürlich jetzt... 2 Tage nicht gefahren ist? Das wäre schon cool, wenn du den... Guck mal, jetzt hier vorne an der Ecke und jetzt gleich so... Alter. Das ist meine Premium-Ecke hier vorne. Echt wahr? Wir reden davon, keiner sieht's. Aber sagst du mal bitte, die ist ein bisschen gefährlich. Ja. Oh, das ist so tief. Marzi! Ja, genau gegen den Baum nehmen. Was macht sie da?
Marius, bleib mal sitzen mit deinem Essen. Du, als wir hier das mit der Pappe rumgehantiert haben, ist der auch die ganze Zeit bei uns um die Füße rum. Als wenn der das so richtig hört. Oh, siehst du, wie das hinten rausspuckt, so das kleine Zeug alles? Ich wollte eigentlich noch was rechnen gerade, aber habe ich jetzt nicht. Mama, hör auf damit. Ist aber schön, oder? Nur ein bisschen weniger machen wir. Wir haben heute einfach eiskalt nichts erlebt irgendwie. Wir machen ja ein Kino, Papa und ich und Mara, aber ohne Mama. Was nochmal? Nicht an der Wasserflasche nuckeln. Das war nicht lustig. Erzähl doch mal. Papa und ich und Mara haben heute morgen ein Kino? Ein Kino gemacht. Und dazu macht, muss ich, ach so. Trinken, Popcorn, Chips, Soße, Schokostücken, Eis und Peiter. Mhm. Maras, eigentlich müsste ich mich jetzt hier hinsetzen und noch warten, weil so können wir kein Kinoabend machen. Eigentlich müsstest du das jetzt auch schnell aufräumen. Nein, komm schon. Was, nein, komm schon? Ja. Das waren die Nuki-Vieren. Dann machst du das morgen früh, okay? Mhm. Wenn du das morgen früh nicht aufkommst, dann gibt es kein Kino. Verstanden? Mhm. Alexa, wo Küche aus? Alexa, Wohnzimmerlicht aus. Habe ich meine Uhr vergessen. Ich nachts nicht weiß, wie spät das ist. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Locke, locke. Locke, locke. So. Okay. Mama? Mhm. Ich glaube, Glocke heißt auf Englisch Störte. Nee. So. Glocke heißt Störte. Was machst du hier drin noch? Ich telefoniere gerade mit Amy. Ich bespreche das gerade, was du mir vorgestellt. Und was machst du, Mami? Wie lange bist du denn in der Schule? Zwei Tage ist bis 14 Uhr und ein Tag ist bis 12 Uhr. Sag mir doch einfach, welche Tage also. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Mama! Bitteschön. Mama, ich fang an! Ich komm auch ins Bett, Maras. Okay, fang an! Bitte! Bitte! Mama? Eigentlich, ja. Ich glaube, Papa gibt mir das Trinken auch. Ja. Gut. Das ist schon die zweite Wasserflasche, die dann jetzt hier rumsteht. Ja. Guck, da steht eine Wasserflasche und da. Eine was? Eine Wasserflasche. So, Ich möchte, glaube ich. Das dauert immer ewig. Gleich kommt es doch. Davon kann ich mich aus. Oh, Mann, oh. Das war gerade eben, glaube ich. Was möchtest du noch gucken? Eine Folge von? Oh. Gut, ich gehe jetzt nochmal ins Badezimmer. Oh, das sieht aber schön aus. Ich gehe jetzt, wie gesagt, nochmal ins Badezimmer und dann. Das war mir heute auch Schicht im Schacht hier. Ich muss noch ein bisschen. Kennt ihr das hier, diese. Wie nennt man das? Bewirtungsbelege ausfüllen? Oh, richtig nervig. Gut. Wo macht man lauter? Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht. Ich muss gleich noch unten die Wäsche aufhängen, weil da noch Matthias sein Mauspad mit drin ist. Und morgen ist auch wieder Halligalli angesagt. Und das hier ist ein sogenannter Knusperbaum. Es wird langsam. Tschüss und gute Nacht.